Gut, die Axt haben wir so ein bisschen, dann warten wir so lange hier stehen. Das ist wohl richtig, ja. Das heißt aber jetzt nicht, dass du dir jetzt hier eine Stunde Zeit lässt. Dann haben wir auch mal ausgebaut, bauen wir die Karte da drauf, kannst du ja selber. Weil ich da kein Lied sein. Das krieg ich gerade so hin, glaubst du? Das glaube ich, ja. Noch besser nicht. So, hier ist das. Hier in Streck fährst du, merkst, dass die da ein wildes Spiel hat. Tauschst du. Wann wolltest du los? Jetzt. Ja, also Karamell hat Spiel. Ja. Also sieht man Jan in Action. Jan sieht nur mal dann in Action, wenn man scheiße ist. Oh. Scheiße. Einmal scheiße. Ja. Wollt ihr euch festhalten? Ich habe Jan eben gesagt, du hast noch Plätze im Wohnmobil frei. Weil der hat immer noch kein Hotel gebucht. Ich habe gesagt, da sind noch drei Plätze frei. Ne? Also drei? Drei! Ja? Ja, ich bin alleine. Ja, Hotel ist völlig überflüssig. Ja, die Gesamtsituation, die packt mich gerade ein bisschen ab. Ich sah mich schon komplett relaxed so im Auto sitzen. Das Spektakel geht ja gleich erst los. Das hängt nämlich dabei, das ist so eine ganz enge Passung. Und die hat wunderbar gesungen. Roman Meisel? Nein. Halt. Also die Welle ist 56,6 und der Adapter 56,8. Das, was da so gedampft hat, war glaube ich der Handschuh. Oder? Und jetzt der Tisch. Thank you.
wolltest du denn hin? Ich krieg halt 5-Sterne-Menü. Schlamm und Pizza. Ja. Ey, holst du uns komische Familie-Pizza mit irgendwas drauf? Am besten so eine Fleischpizza. Ich hole jetzt eine Familie-Pizza. Wo kriegst du denn eine her? Unten bei diesem Ballon? Mit jedem Anruf wird meine Laune besser. So kann doch kein Mensch vernünftig geschraubt. Ich habe jetzt schon keine Box, ich muss 6 Stück kürzen. Das machen wir gerade schon. Hast du festgestellt, dass wenn du die berührst, dass sie sich dreht? Ja. Ja, guck mal. Ah, ne. Doch. Nein, doch. Schade. Wie viele Geräusche? Warum stellst du die Frage denn erst, wenn du alle festgezogen hast? Hast du mal gucken? Geister. Ich mach gleich ein Foto. Ich bin gerade an den Finger geklemmt. Den Finger geklemmt? Ja. Yeah. Du dir? Nee, deiner Mutter. Natürlich nicht mir. Sind wir wieder am Saufen gerade, oder? Wir haben jetzt das erste Bier auf dem Tisch stehen, ja? Wir haben einen kleinen Bus, zieh vorsichtig nach. Die kriegst du auch schnell rund. Also, der Ding hat sich schon verboren hier. Schrott! Verkackter Schrott, das ist nichts anderes. Welche Schrauben brauche ich denn, die ich in den Adapter einbaue? 3 und 12 einfach. Warum soll ich jetzt 35 oder 30 nehmen? 35. Ich hab nur 40. Die musst du dann wahrscheinlich wieder kürzen auf 35. Das macht den Spaß gerade, ich sag dir. So, jetzt muss ich die Kamera wenden. Die noch ein. Ja. Kommt die auf der anderen Seite dann auch noch irgendeine Ladeplatte? So, die Laune von 1 bis 10. Der hat ja schon. Ich sage, frag nicht, meine Laune ist nicht die beste. So, jetzt müssen wir nur einmal innen oder so. Feinliner. Gesagt, machen wir heute noch mal kurz ein Video. Ja, ja. Ja, ich dachte, ich kann noch mal kurz festhalten, weil eine Kerdermann ist ja eigentlich schnell getauscht, hat er gesagt.
bin jetzt langsam ein bisschen besser gelaufen, weil ich langsam Lösungsweg sehe. Verstehst du, was ich meine? Ja. Da sieht man das Licht am Ende des Tunnels. Die Kardamom muss auch wieder da rein, ne? Gut. Samstags zählt als Arbeit, oder was? Ja, was mache ich denn hier? Aber das Problem ist, wenn ich auch einfach das kontrollieren könnte, aber nee, schönen Morgen, Spieß kannst kontrollieren, Samstagabend um 9 Uhr, in den Schein seiner Freizeit. Ist ja keine Arbeit. Nee, der sitzt schön in Italien, macht sich Lenz und säuft schön drin und gibt schlaue Tipps und das kriegen wir damit weg. Ex. Wo denn? Fragst du noch, hat das geklappt? Ja, natürlich hat's geklappt. Ich bin immer noch dran. Aber das gute Löcherboard hat geklappt und der Vorlage hat gekauft und jetzt kann man es einbauen, oder was? Ich hab's schon drin. Aber Alter, also das Produkt, das hat so viel Nacharbeit, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du kannst dir nicht mal eine Schraube richtig ansetzen. Auch hinten nicht. Nein. Weil die Flansche sind zu nah dran. Ich schick dir gleich, der Jason macht Bilder, der schickt sie zu oder der Björn. Okay. Also das ist so. So viel Bilder wie es geht, schicken. Ja, ja. Mein Schatz, verschiss. Soll ich hinten mit dem Montiereisen halten? Nee. Du kannst noch nicht mal. Aber der Jason steht noch, oder? Ja. Ich steh gerade noch so. Das ist so. Das ist wie wenn der Kino was konstruiert hätte. Das ist so, du müsstest es halt sehen. Ja, ich warte seit 6 Stunden auf Bilder. Du kriegst ein ganzes Video am Dienstag. Oh, ich mache jetzt hier mal weiter. Ich bin mal fertig. Ich muss die ganze Auspuffanlage noch drauf bauen. Ja. Ich muss ja heute noch fahren. Ja, okay. Wie ist alles fest? Brauchen wir das. Richtig Bock aus dem Moskau. Vielleicht noch 2. Oder 15. Aber ich finde es immer trotzdem gut, da sieht man mal, wie schnell die Zeit rumgeht, oder? Dieses Kommentar.
guckst du jetzt? Der Schlamm ist sauber sitzt. Das ist gut. Ein bisschen enger sitzt. Gut. Na ja, du hast den Bock ab. Abschließend war ja zum Glück nur eine Kanalwelle.